Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot. Die weltberühmte Sopranistin starb am frühen Samstagmorgen im Alter von 85 Jahren am Krankenhaus in Barcelona. Sie galt als die letzte große Diva der Opernwelt, international bewundert für ihre Vokaltechnik und ihre Interpretationen des Belcanto-Repertoires. Ihre jahrzehntelange Karriere zählt tausende Auftritte und rund 90 verschiedene Rollen. Sie galt als eine der aktivsten Sängerinnen der Operngeschichte. Caballé wurde seit mehreren Jahren von Gesundheitsproblemen geplagt und konnte nach einem Sturz vor 6 Jahren kaum noch gehen. Sie trat zuletzt nur noch sitzend auf.